Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dawn of War 2 mit dem Chris. Hallo Chris. Hallo Nick. Und wir hatten uns darauf geeinigt, jetzt Grünhaut Waffenschmied zu spielen und hören wir einfach mal rein. Kommandant, wir haben einen von Reißer Fetzers Anführern gefunden. Es ist ein Ork-Mech, der Reißer Fetzers Mob mit schweren Waffen versorgt hat. Dieser Mech hat jedoch einen fatalen Fehler begangen und seine Position enthüllt. Finden Sie ihn und quetschen Sie Reißer Fetzers Position aus ihm raus. Das ist unsere einzige Hoffnung, das astronomische Feld zu finden. Okay. Reißer Fetzer also immer noch. Hatten wir den nicht schon mal besiegt? Nee, das war Darmreißer. Achso. Und Himmelskiller. Alles das Gleiche. Ja. Ein Name schlechter als der andere. Schön. Das ist wieder so eine Mission wie bei den Eltern mit Gebäude kaputt machen. Die Einheiten anfordern. Der Ork hat mehrere tödliche Fallen an seiner Position gelegt. Seien Sie wachsam. Er sollte sich Sorgen machen, nicht wir. Unterschätzen Sie Ihren Gegner nicht, Avitus. Links. Dieser Weg führt zu einem frühen Grab. Ich wollte mir den Punkt direkt holen. Ach. Da kommen wir so oder so noch hin, weil da direkt drunter ein Lager ist. Ich will erstmal den Schreiner erobern. So, diesmal haben wir ja wieder den Thaddeus mit am Start. Statt Tude. Mal schauen, wie das läuft. Bin gespannt. Ja, der braucht auch mal wieder seinen großen Auftritt. Oh. Plasmakanone. Lodernde Flamme der Vergeltung. Okay, ich nehme doch keinen Cyclone-Raketenwerfer. Wenn wir jetzt Plasmakanonen finden, bleibe ich dabei. Ey, die mal schießen, das dauert zwar ewig, aber wenn sie dann getroffen haben, bleibt auch nicht viel stehen. Nö, sieht bei ihm auch immer sehr nett aus. Hülle der. Was? Hülle von Captain Trythos. Okay. Das ist ein ehemaliger Ordenschampion der Blood Ravens, der dann halt ein Cybert wurde. Ich habe jetzt mal die Wildheit des Ordens oder so ausprobiert, wie auch immer das hieß. Ja, Wildheit des Ordens. Habe aber Sinn und Zweck noch nie ganz verstanden. Also, Wildheit des Ordens. Dadurch haben Kosten halt Fähigkeiten keine Energie mehr. Und sobald Thaddeus getroffen wird, ist der Cooldown auch sofort vorbei. Ah, ach so. Also immer. Richtig. Wobei, ne, irgendwie so richtig funktioniert das nicht. Mit dem Cooldown dann sofort vorbei. Du was falsch. Ne, ich löse die einfach nur aus und dann wird er getroffen und der Cooldown bleibt weiter bestehen. Naja, dazu musst du erstmal eine Fähigkeit nutzen, während diese Fähigkeit aktiv ist. Ach, nur für die Fähigkeiten, für die anderen Fähigkeiten ist der Cooldown sofort vorbei. Ich dachte, man könnte das jetzt spammen die ganze Zeit. Nee. Aber also wirklich müsste ich irgendwas in die Hand drücken, wo auch wirklich mal Energie braucht. Richtig, außer der Sprung, der sowieso einen hässlichen Cooldown hat. So gut wie nicht vorhanden. Stufe 19. Noch ein Level bis Max. Jo. Nach der Mission holen wir uns nochmal die Terminator-Rüstung, ne? Okay. Echt, das ist schon soweit. Na, fast. Oh, hier ist er. Enges Tor verteidigen und noch ein bisschen was anderes und dann sind wir durch. Also mit der Terminator-Rüstung halt. Mensch, hier ist immer richtig was los. Wahrer Begleiter. Ach, komm her. Verbündete Streitkräfte werden angegriffen. Du hast mit deinem Sprung am Gebäude gerade exakt einen Schadenspunkt angerichtet. Stufenaufstieg! Ja! Mit Taddy oder wie? Taddy, ne?
Ich glaube, ich nehme den jetzt nur noch mit. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und der ist schnell. Jetzt, wo er wieder Regeneration hat, ne? Ja, auch so. Es ist eigentlich... Wow. Achso, das warst du. Jeder, der passt schon jetzt. Also, stirbt nicht mehr ganz oft. Hat er ja noch Lebenspunkte bekommen. Oh, jetzt war der Spaß schon vorbei. Und wenn wir dann bei den Gebäuden sind, die großen Gebäude bitte wieder zuerst kaputt machen. Jo. Weil ansonsten, Weitere Generatoren werden bis zu ihrem nächsten Einsatz nicht verfügbar sein. Große Gebäude spawnen nämlich auch schwere Einheiten. Wir könnten mal allgemein schön Erfahrung sammeln eigentlich, wenn wir die Kleinen übrig lassen, weil die Orks sind ja nicht so schwer zu bezwingen. Richtig, darum sage ich ja bloß die Großen erstmal kaputt machen. Andererseits geht uns dann der Zeitfaktor flöten, aber den haben wir ja hier wahrscheinlich sowieso wieder schlecht. Richtig, weil wir ja eh überall hin müssen. Außerdem gibt es eh bloß eine große Plattform. Meine Güte, wo fährt er denn hin? Näher an die Plasmakanone. Immer eine gute Entscheidung. Dass er besser trifft. Zack. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Also das Banner fordert Einheiten an, ne? Die Generatoren verstärken Einheiten. Ah, okay. Noch ein Sturmbolter. Und ein Level Up. Warte mal, war das schon wieder vierter Dings? Kann ja gar nicht sein. Doch. Echt? Nee, doch nicht. Nee. Nee. Dann war es, kann es ja was Aramos gewesen sein. Weil bei mir hat keiner ein Level Up. Ja, wahrscheinlich. Naja, Avitus ist Stufe 19, Tarkus. Aramus auch Stufe 19. Und Thaddeus 17, möchte ich sagen. Sturmtrupp bereit. Nimm deine Position ein, Bruder. So. Oh, und diesmal kann sich Thaddeus jetzt auch endlich komplett regenerieren. Ja, weil das letzte Mal lag es ja an diesem Kettenschwert, was die Regeneration knapp. Ja. Zack, erstmal voll umgerannt. Den ollen Sack. Platsch. Schön. Geil. So. Thaddeus ist ja auch wieder unterwegs. Ja. Haben mal springen lassen, damit er nicht ganz so lange braucht. So, hier direkt zum Gebäude vordringen. Ich bräuchte mal Versorgungskisten, wenn wir hier welche finden. Ja, da unten sind zwei. Echt ganz praktisch. Thaddeus kann jetzt die ganze Zeit seinen Schlag spammen. Hier, wie? Und hier unten mal den Verstärkungspunkt. Okay. Müsstest du ja hier alleine schaffen, ne? Sollte gehen. Oh. Irgendjemand hat da irgendeine schwere Waffe. Nein. Nein, ich meine. Ach so, das bist du. Ach, ich dachte, es ist ein Ork. Das wäre ein Problem gewesen. Das ist die Plasmakanone. Hab mich schon gewundert, seit wann es Orks gibt mit so einer Waffe. Also die sich dann auch noch in Gebäuden verschanzen. Nein, wir sind so verschanzt, die verschanzen sich aber nicht mehr. Wenn es grün heute gibt, gibt es dann auch grün morgen.
Was ist? Nee, nix, der war zu schlecht. Ist ja egal. Nee, Dafür nee. sind wir bekannt. Nee. Ich denke, den hat man schon verstanden. Wenn du nicht verstanden hast, dann. Nee, ich hab mal akustisch nicht verstanden. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Kannst du dir im Nachhinein nochmal anhören. Damit das Video wenigstens 2 Klicks hat oder was? Richtig. Nee, es geht eigentlich bei den DOW-Folgen. Die gehen eigentlich. So, ist Thaddeus da oben fertig? Ja. Sprung zu dieser Position. So. Zieht sich schon mal ganz schön. Wenn wir auf eine Karte zurückkehren, wo wir schon was erobert haben, dass das zuvor eroberte Gebäude auf einmal ohne Energie funktioniert. Stimmt. Naja. Das ist ja logisch. Ne, wir haben ja auch bloß 3 Fehler. Wir brauchen die ja, wir brauchen die da immer woanders, ja. Das ist nur, die laden Akkus auf und dann läuft das nur noch mit Akku. Ja. Glaub's wohl auch. Ach, ich habe ja Artillerieschläge en masse. Zack. Komm, das blöde Banner hier. So, hier dann den Schlag. Dann die Fähigkeit ausrüsten, dann nochmal den Schlag am besten. Wenn er Schaden kriegt, er kriegt keinen Schaden. Wieso kriegt er keinen Schaden? Wieso soll er einmal Schaden kriegen? Ja. Da soll er schon mal Schaden kriegen. Dann macht er nicht. Die Grünhaut. Wir müssen Fetzers Position von ihm bekommen. Ich bring eure Körper zur Grünzahnpasta. Welcher von den ganzen Deppen ist das? Reißer Fetzer wird sie lieben. Ox, schießen auf uns. Das ist nicht gut. Der Hässliche. Ach so. Das grenzt die ganze Sache natürlich ungemein ein. Der Pilz. Oh nein! Der Sturmtrupp erleidet Verlust. Ach, hier steht noch ein Banner in der Ecke. Sehr fies. Da guckt doch niemand hin. So. Wir machen erstmal diese ganzen. Diesen ganzen Müll kaputt, ne? Ja, obwohl, warte mal, ich könnte mir auch mal das Gebäude hier vornehmen. Ey, wir können auch erst den Mac töten, dann macht der schon mal keine Probleme. Ach, der hier ist das. Ja, klar. Obwohl, nee, warte mal. Ja, gut. Ist das der? Doch, der ist so schwach. Ja, wir sind einfach zu stark. So. Nee, du haust ja gerade auf die Stickbombe ein. Auf den ich hier feuer, mit Tarkus. Mist! Ich wusste, ich hätte mehr von meine fleischigen Stücke aus. Das ist doch der Falsche. Wir haben ihn gerade getötet. Ja. Tarkus hat ihn mit dem Plasmawerfer gesprengt. Zack. Boah, wie cool das ist, wenn wir hier so vorstoßen. Gut, ich hole mir jetzt mal das Gebäude hier. Au, au, au. Nee, nicht das Spawn-Gebäude. Machen wir erst das Banner kaputt und die ganzen Generatoren, das sind alles Erfahrungspunkte. Wo ist denn noch ein Banner? Ach da. Oh, oh. Weil wenn das kaputt ist, ist die Mission noch vorbei. Nein. Wir haben einen Punkt verloren für eine Einheit. Ey, der stirbt selbst am Verstärkungspunkt, das gibt's nicht. Der ist doch scheiße. So, das Banner ist kaputt. Au, 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 ich werde auch gleich mit Aramus draufgehen. Dann zieh dich zurück.
Ja, ich kann mich ja nicht mehr zurückziehen. Das ist das Problem. Oh, naja, wenn du da rumliegst. Musst du jetzt mit Thaddeus weiterspielen. So, damit er überlebt zumindest. Na, dann zieh dich doch erstmal zurück. Also diese blöde Fähigkeit funktioniert nicht mit dem Cooldowns zurücksetzen. Okay, der ist auch gleich tot. Mist, und da ist das Geschütz. Ah, da komme ich ohne ran. Das ist eine Kacke. Weg hier. Jetzt noch ein Banner. Meine Kraft ist nach. Du hattest noch nie Kraft, Thaddeus. Jetzt kommt dir der Pickup ohne an. Ach Gott. Zieh dich doch zurück. Ich bin doch gerade dabei, den Punkt zu säubern. Ist aber langweilig. Gehen wir ein bisschen systematisch vor, eins nach dem anderen kaputt machen. Nimm deine Position ein, Bruder. Systematisch. In dem Strategiespiel. Impossible. Wieder ein Banner weniger. Was hat denn das blöde Geschütz auch für eine Reichweite, ey? Komm, Heilung, Heilung, Heilung. Oh nein. Oh doch. Oh nein. Ja, aber wie. Das ist. Also wenn der mir jetzt an dem Scheißpunkt verreckt, dann weiß ich auch nicht. Ich hasse Thaddeus. Aber ich muss ihn ja mitnehmen, wenn ich ihn halbwegs vernünftig in den Terminatornus irgendwann stecken möchte. So, neuer Versuch. Nicht nachgeben. Dann haben wir die Karte ja fast sauber. Wird aber auch Zeit. Erledigt. Weiter. Unser Sturmtrupp erleidet Verluste. Das ist ja mal was Neues. Hm? Was sagst du? Dass der Sturmtrupp Verluste erleidet, ist mal was Neues. Sag ich. Ich hau jetzt das blöde Gebäude kaputt. Meisterhafte was? Kampfschrotflinte. Kampfschrotflinte. Erfahrung. Auf jeden Fall. So, jetzt ist wohl. Ja, man merkt schon, kaum ist Thaddeus wieder mit am Start, da ist das Ganze schon wieder eher minder erfolgreich. Bereit für den Abzug. In der Niederlage ist kein Ruhm verborgen. Heiliger Zorn und Eifer werden mit dem Sieg belohnt. Relativ viele Wildheitspunkte mussten wir haben. Ja, wir waren unten nicht. Vielleicht so paar 80. Ja, hier 83. Weil unten hat man uns ja gar nicht umgesehen. Oh, und alle Level up. Echt? Oh ja, hier, ja. Sehr schön. Oh, das ist ja mal ein Anblick. Geil, geil, geil. Können wir ja noch in dieser Folge machen. Endlich kennen wir Reißer Fetzers Position. Schauen Sie sich Ihre Auftragsbeschreibung in Ihrer Kartenanzeige an und holen Sie dann die Datenplatte zurück. Damit können wir endlich die Lage des astronomischen Feldes bestimmen.
Diese Ork-Angriffe kosten uns einiges, Captain. Und sie ziehen unsere Aufmerksamkeit von den Tyranniden ab. Gibt es eine Möglichkeit, einen entscheidenden Schlag zu landen, der die Angriffe ein für alle Mal beendet? Orks sind wie die vielköpfige Hydra, Sergeant. Schlagen sie einen Kopf ab, erscheinen zwei neue. Aber wenn wir weiterhin ihre kleinen Anführer eliminieren, wird der Warboss schließlich auftauchen. Und dann landen wir den endgültigen Schlag. Angelos Ende. Ei, ei, Captain. Oh Gott, das sieht so gut aus. Wir fangen mit Aramus an. Genau, und erstmal wieder Müll aussortieren oder... Oh, warte. Warte. Aramus hat das, was jetzt Thaddeus kriegt. Welches tausche ich denn da aus? Der hat jetzt 10 Nahkampfschaden und genau das so. Moment mal, wollte ich das überhaupt so austauschen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Keine Ahnung. Schadenswiderstand war für Thule. So, glaube ich. So, das Sprungdingens kann direkt wieder weg. So, dann kriegt der erstmal Gesundheit voll. Ach nee, Landungskapsel wollten wir ja bei dem machen. Zack. Die Landungsdocks. Genau. So, dann, wie machen wir weiter? Dann haben wir hier Rüstung, die er bestimmt nicht kriegt, oder? Nee, Zorn von Lemartis, für wen war die? Die war für Thaddeus. Okay. Da sind wir eigentlich schon mit dem Oberkommandierenden durch. Obwohl, nee, der hat jetzt noch einen Slot frei für eine Fähigkeit. Für so einen Niffnaff da. Komm, warte mal. Der Psalm der Dezimierung geht an Avitus. Der Siegesschwur. Ja. Oder halt den Siegesschwur hättest du nehmen können. Nee, den Siegesschwur hau ich weg. Oder? Ja, kannst du. Von mir aus kannst du weghauen. Gut. Dann weiter zu Thaddeus. So, der hat jetzt schon vom Oberkommandierenden dieses Segnung der Eile-Dingens bekommen. Mit 67 Gesundheit plus 5 Geschwindigkeit und 30 Widerstand gegen Zurückstoßen. Und hat noch den Psalm der Krieger mit den 10 plus Nahkampfschaden. So, dann kriegt er jetzt den Zorn von Lemartis, weil die wesentlich besser ist. Zack. Und da kann die andere eigentlich weg. Weil sonst braucht ja niemand Nahkampffähigkeiten und Energie, oder? Richtig. Gut. Dann kriegt er noch die Gesundheit voll, weil er es gebrauchen kann. Bis er dann Terminator ist und dann nicht mehr. Ja, aber trotzdem. Dann ist er halt ein noch besserer Terminator. Gut, und dann kommen wir zu Tarkus. Da hast du anscheinend schon gelevelt. Genau, ich habe fix die Punkte verteilt. Einmal Gesundheit und einmal Energie. Okay. Und im nächsten Level bekommt er halt Gesundheit normal voll und Energie voll, damit er auch ohne seine tolle Rüstung mit 2 Ausdauern, 2 Wille die Fähigkeit Grenadier hat und ich werde nicht fallen. Okay. Ausrüstung bekommt keine neue. Alles so gut, wie es ist. Also gehen wir zu Avitus. Genau, geht's weiter mit Avitus. Avitus bekommt den Psalm der Dezimierung, 50% Fernkampfschaden und 2,4 Energieregeneration. Dann kann das andere Ding weg. Rüstung bekommt er keine neue. Punkte bekommt er einmal Energie. Und... ja, nochmal Gesundheit ein bisschen. Ich meine, den kriege ich eh nicht mehr mit Gesundheit voll, aber egal. Stimmt. Ja, sonst hättest du vielleicht noch hier dieses sichere Stand holen können. Kann die umgeworfen werden, ja, aber Terminator kann er eh nicht umgeworfen werden. Gut, dann Cyrus. Cyrus bekommt eine neue Rüstung, damit er seine Stufe 5 Rüstung mal los wird. Die ist dann aber auch dafür deutlich besser. Ja, klar. Genau. So. Und warte mal, Fernkampf. Dieses Fernzündungs-Mean-Pack ist eigentlich auch nicht so schlecht.
Obwohl doch, eigentlich schon. Richtig, Wo ich es gerade so danke. lese. Ja, gut, ich nehme es zurück. Springdance-Pack und Metabomb-Pack hat er momentan. Ja, ist auch eher sinnvoll für ihn. Richtig. Sonst sind wir noch bei Thule. Und Thule hat ja schon seinen 22 Schadenswiderstand bekommen. Hat ansonsten auch erstmal nichts. Ich gebe dem jetzt die Macht des Imperators, ne? Genau. Genau. Zack. Thules Fähigkeiten Macht der Alten ist mit dem Hass aller Feinde der Menschen geladen. Feinde im Umfeld werden für eine kurze Dauer gelähmt. Ja, besser als nichts. Jetzt müssten wir uns überlegen. Wir haben nämlich eine Stufe 20 Rüstung, die Hülle von Crab Captain Tritos, die plus 1 Nahkampf gibt, plus 90% Nahkampfschaden, plus 98 Gesundheit. Wäre die Nahkampfvariante und dann könnten wir uns als Ersatz aufheben, plus 15% Nahkampfschaden, plus 15% Fernkampfschaden. Der Adamant-Sarkophag der Helden. Damit wir zwischendurch mal wechseln können, eventuell. Ich würde aber ehrlich gesagt die Hülle von Captain Trytos bevorzugen, also die Nahkampfvariante, weil wegen plus 98 Gesundheit und die 19 Nahkampfschaden sind schon ziemlich cool. Ich meine, gut, die Stärke ist jetzt für ihn der eine Punkt mehr oder weniger, aber Ja. ich, weil Ja, wir können es erstmal Fernkampf, lassen. also ich glaube nicht, Wir dass ich mit ihm können. auf Fernkampf gehen möchte, zumindest. Gerade wenn ich mir jetzt ansehe, dass er dann noch weniger Rüstungswertung hat und dann keinen Gesundheitsbonus. Und ich finde, Gesundheit kann der schon gebrauchen. Ja, er regeneriert ja schon durch seine Hand von Tritos. Regeneriert er Gesundheit. Wir können ja mal gucken. Wie es aussieht, ob wir was Fernkampfmäßiges für und vernünftig finden. Ich meine, eine Energiefaust behält er immer. Eine Cyberklaue. Werden ja nicht beide Arme verwendet für die Fernkampfwaffe. Ja gut, und die Erfahrung würde uns jetzt auch erstmal nichts bringen, zwecks Level Up, Richtig. also gut, Lassen wir. sind wir erstmal soweit durch. Jo, Dann war dann es das schon wieder. vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.